Bitte. Bitte nicht. Tun Sie es nicht. Ja? Franz? Was machst du hier? Die ganze Nacht auf dem Boden geschlafen. Ach, Phil war total unruhig. Da bin ich rüber, muss wohl eingeschlafen sein. Phil, Mäuschen, guten Morgen. Willst du mit mir frühstücken gehen? Ja. Ja, dann komm mal. Der Hai und alles mit dabei? Okay. Kommst du denn gleich zum Frühstück? Ich komme gleich nach. Ich gehe noch kurz ins Bad. Dieser Typ vom Label, Alter, der hat gerade angerufen. Der hat unsere Demo-Songs bekommen. Er sagt, das ist nicht das, was wir abgesprochen hatten. Der sagt, das ist irgendwie mit Zielorientierungsgruppe irgendein Scheiß, leck mich am Arsch. Und diese Marktforschungsscheiße irgendwie, keine Ahnung, Mann, Alter. Das funktioniert nicht, das harmoniert nicht mit dem, was wir hier machen, Alter. Wollt ihr uns verarschen oder was? Ich dachte, die wollten was Neues, was Besonderes. Sollen wir denn jetzt auch irgendeinen Einsatzbereich-Scheiße machen, oder was? Hey, Amir, das lassen wir nicht auf uns sitzen, okay? Wir bleiben echt. Bruder, wenn wir den Deal nicht verlieren wollen, Alter, dann müssen wir liefern, Mann. Ich weiß auch nicht, Mann. Was ist denn etwa sowas zugesagt, oder was? Natürlich nicht, Mann. Aber was soll ich machen, Mann? Die sitzen am längeren Hebel, Mann. Hä? Auch wenn es Bullshit ist, aber die gehen nach Statistiken. Amir, Mann, was soll denn das jetzt? Willst du unsere ganzen fucking Ideale verraten, nur für ein bisschen Kohle, oder was? Hey, Leute. Kommt mal runter. Aber echt. Malt die Fresse, wenn du mit mir redest, Mann! Und ihr, was wollt ihr überhaupt alle von mir? Ihr rauft meinen Stoff weg die ganze Zeit, weil ihr nutzlosen Penner hängt hier nur auf der Couch rum, Mann! Oh, haben wir, Bruder. Lass gut sein, okay? Jetzt kriegen wir schon hin. Chill. Alter, und was willst du von mir? Fass mich nicht an, Mann. Hä? Guck mal, wo du hier lebst, Alter. Macht dir das Spaß, hier zu leben in dieser Drecksbude? In deinem Möchtegern-Studio? Hä? Das ist kein Studio hier, das ist ein verficktes Wohn-, Ess- und Fickzimmer. Schämst du dich nicht? Aber er hat noch Bad und Küche. Was lachst du so doof, Mann? Wollt ihr mich verarschen oder was? Verpisst euch, Mann! Na komm, leck mich. Fick dich doch, Mann, Alter.
Amir! Geh mal weg. Amir! Bons! Was? Was? Im Kinderzimmer? Alter, woher soll ich wissen, wer die Typen sind, Mann? Alter, du willst eine Waffe kaufen? Bist du jetzt komplett behindert oder was? Man fragt doch Yasin oder das Darknet. Darknet! Alter, ich hab meine eigenen Probleme. Leck mich am Arsch, Mann. Das Label will die Tracks neu abgemischt haben, Mann. Hä? Komplett neu, ja, Mann. Aber das würdest du ja wissen, wenn du ein verficktes Handy rangehen würdest, Mann. Alter, warte was? Doch mal! Was ist denn wieder los? Was hast du? Ich bin der aus dem Darkroom. Wollen wir es direkt hier machen? Wie bist du denn drauf? Immer diese Junkies hier. Entschuldigung, so, haben Sie Feuer für mich? Ich bin nicht Raucher. Woher kenne ich Sie? Kenne ich Sie aus dem... Ich kenne Sie doch aus der Bierwerbung aus dem Fernsehen. Ich habe da drüben was sehr, sehr Merkwürdiges gesehen. Also, falls Sie Polizist sind, müssen Sie mir das sagen. Hey, was? Falls Sie ein Polizist sind, Bulle, Gendarm, Polyp, Polente, Cop, Police, Polizia, Carabinieri, Carbonara. Sie sind der aus dem Darknet. Warten Sie. Ich kann Sie wirklich beruhigen. Ich bin kein Polizist, versprochen. 2.800 Euro. 9 mm, 50 Schuss extra. Keine laufende Nummer. Also ich schaue zwar nie rein, aber haben Sie zufällig eine Gebrauchsanleitung? Na klar. Wollen Sie auch Garantie haben? Hey, ich bin ja nur der Bote. Ja, klar. Bei Gebrauchtwagen ja nur Gewährleistung. Unabhängig, wer und wie es privat angeboten wurde. Ich meine, Sie haben es ja in der Anzeige auch nicht explizit ausgeschlossen, nicht wahr? Was bist du für ein Freak? Thank you.
Max, hör doch mal auf mit diesen Silvesterböller. Das ist gar nicht Winter. Lass sie schmecken. Ist sie warm? Was? Warm? Ja klar ist sie warm. Nee, warte, ich hab die aus dem Kühlschrank geholt. Okay. Hast du Bock auf Serie gucken? Oder eher auf Pornos? Scheiße, Mann, Alter. Hey, Mascha. Hast du dich nicht manchmal gefragt? Warum sich Menschen immer verändern, sobald sie erfolgreich sind? Hä? Ich meine, wenn du plötzlich das hast, was du immer wolltest, willst du es natürlich auch nicht mehr loswerden. Weißt du, was ich meine? Dann ist es scheißegal, ob du deine Ideale über Bord wirfst und einfach vergisst, warum du eigentlich angefangen hast, weißt du? Als würde man Alzheimer haben und irgendwie alles vergessen. Ich keine Ahnung, ja. Scheiße. Na, genieß das einfach. Ist alles andere scheißegal. Ich hätte auch gerne viel Kohle, ohne zu arbeiten. Und das ist der Sinn des Lebens, oder was? Ja? Zu leben, um Kohle zu verdienen? Bei mir? Was? Kannst du mein neues Bild liken, jetzt? Kannst du? Guten Abend, Frau Genehmischen. Frau Deuchler, hallo. Ja. Wie schön. Wie geht's Ihnen denn? Auch mir geht's soweit ganz gut, ja. Und Ihrem Mann? Ja, der Erich, das ist es ja. Der hat ja die Hüfte. Ach, da ist immer was. Ich kann's Ihnen sagen. 2 Wochen haben wir gebraucht, bis wir überhaupt einmal einen Termin gekriegt haben. Und bei wem war dann der? Bei dem Dr. Fischer? Nein, nein, nein. Bei dem Dr. Krause? Ach, um Gottes Willen. Entschuldigung, Sie haben es bestimmt eilig. Ja, warte doch, bis die Küken aus seinem Nest geschlüpft sind, oder? Beim Woltmann war er. Ach, beim Woltmann. Ach, den kenne ich jo. Jo. Hey, da war doch Meiersch Anni gewesen. Aber es ist doch eilig, junger Mann. Dann stelle Mama. Was kann ich denn für Sie tun, Frau Deuchler? Ja. Ich muss noch überlegen. Ich glaube, ich hätte gern von dem halben Käsekuchen für das Kaffeekränzchen heute Abend. Das ist leider nicht mehr da. Nur noch, was Sie hier sehen. Ach. Und der Apfelkuchen? Nur noch, was hier liegt. Ach. Boah, 2 Brote und 1 Muffin. Was verstehst du daran nicht? Ich hätte halt auch gerne Kuchen mitgeholt. Ja, ist leider aus. Nur noch das, was da ist. Nur noch das, was da ist. Das, was da ist! Wie ist es denn mit dem Brot? Ach, das Roggebrot, meine Sie. Ach, das ist Rogge, nicht Weizen. Ach, da habe Sie aber Glück. Wir haben auch noch Weizen für Sie. Ja, Moment, warte mal. Ich wollte eigentlich das neue Buttermilchbrot. Da schwärmt ja die Helga so davon, gell? Wir treffen uns ja jede 2. Sonntag im Monat. Die hat ja auch nicht immer Zeit. Und schon gar nicht, wo sie denn einen neuen Freund jetzt hat. Das hat ein neuer Freund. Ja, die haben sich in der Türkei kennengelernt. Ein Türk ist das. Was nehme ich dann? Also das Buttermilchbrot ist aus und ansonsten nur noch das, was da ist. Nur noch das, was da ist. Was verstehst du daran nicht? Nur noch das, was da ist. In dieser verschissenen Bäckerei gibt es eben nur noch das, was da ist. Und zwar 2 Brote und einen verfickten Muffin. Und dein verficktes Vogel ist! Was mir dauert! Im Gesicht ist! Ich mach dich! Fertig! Du alter Schlöffel! 2 Brote und 1 Muffin. Immer so gestresst, junge Leute, gell? Ja. Kein Wunder, dass ich das Moderne da habe, dieses Burnout, ne? Ja, ja. Junger Mann, mach's ein bisschen ruhig. In der Ruhe liegt die Kraft. Ah.
Hast du das Brot mitgebracht? Das Brot war aus. Was ist denn da bei den Nachbarn los? Das Brot war aus. Gut, dann essen wir halt Zeitungen zum Frühstück. Ja, ist wegen der kaputten Scheibe. Bei den Meyers. Kerstin hat erzählt, dass bei ihnen versucht wurde einzubrechen, dass sie die Scheibe eingeschlagen haben zum Garten und dass sie sogar eine Gewehrkugel gefunden haben. Pistolenkugel. Was? War das bestimmt nicht. Also das ist ja unglaublich. Bei den Nachbarn, bei unseren Nachbarn. Wissen Sie schon was? Ich habe auch keine Ahnung. Ich habe nur gesehen, dass Polizei da ist. Und um ehrlich zu sein, glaube ich, dass sie es bei uns auch probiert haben, weil wir haben riesen Kratzer an der Tür. Unglaublich. Übrigens muss ich heute Abend wieder zum Dreh mit Fonzie und Hilde. Was, die versuchen hier in der Straße einzubrechen und du musst um die Häuser ziehen, oder was? Also erstens ziehe ich nicht um die Häuser. Das ist mein Hobby mit den YouTube-Videos. Genauso wie der Hund dein Hobby ist. Was habe ich dann noch? Ach komm. Und zweitens, die werden hier nicht nochmal einbrechen. Das kannst du mir glauben. Guck mal, wie viel Polizei hier ist. Ich muss los. Krise überwunden? Mit dem Auftritt heute sind wir offiziell schuldenfrei bei Yassin. Ich hab schon einen Vorschuss bekommen. Hey, Bons. Alter, wovon träumst du, Mann? Verstehst du das nicht? So einfach ist das nicht. Ich stell ihn zur Rede. Ich habe Beweise, dass er die Leute zu mir nach Hause geschickt hat. Also wahrscheinlich nicht mehr. Und jetzt? Ich mache ihm klar, dass wir gern mit ihm in den Bau gehen. Aber meine Familie lässt aus dem Spiel. Wo ist er eigentlich? Mann, keine Ahnung, Alter. Lass mal was trinken gehen, ich muss sowieso gleich hoch. Ich lade dich ein. Na du? Hey. Hier ist ja wieder richtig viel los, dank dir. So ein paar Leute hier, ne? Du bist wie immer so bescheiden, das ist doch großartig. Seitdem du deine Gigs hier hast, ist der Club voll und das nicht nur am Freitag. Yassin hat echt Glück mit dir. Hatte ich Pech mit ihm? Wie sieht's bei dir aus? Glück oder Pech? Mit uns oder mit Yassin? Ich muss kurz zu meinem DJ. Okay. Warte mal, wie heißt dein Manager nochmal mit Vornamen? Franz, wieso? Hey, dann. Hey, dann drink. Nur so. Hier. Hey, du schon wieder. Franz, richtig? Oder? Woher weißt du, dass ich Franz heiße? Woher weißt du, dass ich Franz heiße? Amirs Manager? Dich kennt doch jeder. Klar doch, ja. Logisch. Wo ist denn Yassin? Spielt er seine Rolle? Ja, schon. Lust auf noch so einen Drink? Ich lade dich ein. Wow, ja. Ich muss ja eh auf Yassin warten und dann können wir natürlich auch einen Drink nehmen zusammen. Das macht ja Spaß. Ja. Okay. Aber der nächste geht auf mich. Brauchst du nicht. Wie? Der Club gehört mir. Bitte? Naja. Ich bin die Managerin. Und damit meine ich nicht das Facility Management. So. Studiert. Um mit frauenverachtendem Pack klar zu kommen? Nö. Aber ja, VWL. White Rush. The Big Lebowski. Ja, genau. Jeff Bridges in der Rolle seines Lebens. Kev für mich wie immer. Sex on the Beach. Danke, Schatz. Kev ist so hell wie die Decke hier, aber er vögelt gut. Ich dachte, du bist mit Yassin zusammen. Ja, bin ich. Aber ich musste ja auch mal irgendwie reinkommen. Na dann, mal auf den Club, ne? Du bist sehr direkt. Und das mag ich. Smalltalk ist für mich Lebenszeitverschwendung. Genau, das sehe ich auch so.
Also ich habe auch keine Lust mehr, mich gesellschaftlichen Zwängen zu unterwerfen. Also es ist vorbei. Ich will einfach Spaß haben. Bist du glücklich? Wie glücklich? Für mich ist Glück, ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Und das geht mit Yasin? Hey, ich bin seine Freundin und nicht seine Leibeigene. Was man von dir ja nicht behaupten kann. Seit ich 18 bin. Wow, 18? Ach, und dann bist du jetzt auf so einem Selbstfindungstrip. Oder eher Selbstdestruktion. Und du bist mit Yasin zusammen, hast aber kein Problem mit so Kevs rumzuflirten? Ich finde Flirten okay. Aber für mehr braucht's auch mehr als einen Kev. Ja, Glück bedeutet für mich einfach, also ich meine, Spaß haben, weißt du? Das ist es, genau. Gut. Dann haben wir jetzt mal Glück. Komm. Ich tanze nicht so gerne. Denn aus? Tanzen auf der Tanzfläche. Lass das Denk nach, verdammt! Hallo, Maktab. Was glaubst du, wer du bist, der Blade? Glaubst du, nur weil du diesen Bastard nennst, kannst du dich an meine Frau ranmachen? Hm? Was denn? Ich tanze und nehme Drogen. Genau das, womit du dein Geld verdienst. Treib das nicht so weit, ja, Ken. Er ist betrunken. Zu dir komme ich gleich. Nenn mir einen Grund, warum ich dich nicht sofort aufschlitzen sollte. Zwei Männer von dir standen nachts am Bett meines Sohnes. Der ist drei. Der ist scheiß drei. Du Ehrenmann. Du Stück Scheiße. Wovon redest du? Das Nummernschild fotografiert. Die Karre steht draußen am Parkplatz. Und das nennst du Beweise? Du schuldest mir was. Oder wie du es sagen würdest, du bist mein Schuldner. Pass mal auf. Hier, das ist die fehlende Summe. Die Armee und ich dir noch schulden. Hä? Kannst du nachzählen? Das ist ja so viel Zeit. Das war's. Jetzt zu dir. Ich hab das nur für uns gemacht. Ich hab das nur für uns gemacht. Erzähl mir keinen Scheiß. Fickt er dich? Nein. Nein. Wenn du mich verarschst, töte ich nicht nur deinen Vater. Hast du verstanden? Hast du verstanden? Ja. Verpiss dich. Es muss laut werden. Hast du verstanden? Laut. Hey, du kannst doch so nicht fahren, du bist doch vollkommen betrunken. Ich fahre, weil ich es kann.
Du spinnst! Soll ich dich nach Hause fahren? Sag mal, willst du mich umbringen? Das hatte ich eigentlich vor. Schickes Haus, teure Gegend. Yasin zahlt dich also aus. Ich sag mal so, Opportunist zu sein, ist nicht nur schlecht. Hey, magst du noch mit reinkommen? Nee, ich glaube, ich muss morgen, ich muss morgen ganz früh raus. Außerdem würde ich dir wahrscheinlich den Teppich voll kurz machen. Glaub ich. Danke. Und hilf Arm hier. Er braucht. Was ist hier los, Mann? Hä? Was war letzte Nacht mit dir und Tessa los? Nichts, gar nichts. Nur gequatscht. Wieso? Ich frag nur so, Mann. Aber jetzt mal davon abgesehen, Mann. Was machst du hier die ganze Zeit einen auf mysteriös? Was ist los? Na, es geht um deine Vermarktung. Ich meine, Promo, nicht wahr? Also die beste Promo der Welt. Dein neues Album kommt und wir müssen was tun. Da habe ich mich eingelesen. Was ist los, Mann? Hast du eine Spiegelreflex dabei oder was? Willst du jetzt Fotos von mir machen an der Wand oder was? So vor Graffiti, à la Ghetto, harter Rapper und so ein Scheiß. Du bist echt so ein Opfer, Mann, ne? Wow, 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 wow. Was ist los mit dir? Drehst du jetzt komplett am Rad oder was? Ich habe gelesen, dass irgend so ein Rapper so angeschossen wurde und dann den perfekten Medienwirbel hatte. Also die perfekte, also einfach so Gangster-Rapper angeschossen. Ich meine, von mir aus die Russen oder so. Also im Grunde kommt es ja da jetzt noch nicht so drauf an bei euch. Also ihr müsst halt eure Streitigkeiten, wie soll ich sagen, also irgendwie mal austragen. Ich meine, das ist ja für mich so Gangster-Rap, oder? Also ich meine, so ihr battelt euch gegenseitig und dann schießt man sich schon auch mal an gegenseitig. Ne? Du bist doch krank, Mann. Ja, aber ich hab's genau durchdacht. Pass auf, es ist wirklich nur ein Streifschuss. Ich kann das, glaub mir. Ich habe das geübt zu Hause und früher als Kind, da hatte ich ein Luftgewehr, da habe ich mal auf die Wäscheklammern geschossen. Und die perspektivisch vertikal hing, die habe ich immer erwischt. Alter, willst du mich verarschen oder was, Alter? Meinst du, ich lass mich von dir Idiot anschießen oder hast du einen Mongo? Es reicht jetzt, du hast keinen Plan von dem. Aber hör zu, Mann. Promo, ja, aber nach meiner Art und Weise. Und ich hab einen Plan. Videoclip dreh. Du weißt es zwar nicht, aber du stehst neben einem großartigen YouTuber, ne? Kennst du Fonzies Burg? Nein, Mann, kenn ich nicht mit so einem behinderten Namen. Will ich auch nicht, Alter. Lass mal reinhauen. Ja, wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert doch unseren Kanal. Absolut kostenlos, kostet euch nichts.